So. Ja, genau, steig mal irgendwo drüber. Ich hab das mit der Steuerung. Mach die Tür zu. Ich hab das mit der Steuerung hier noch nicht so drin. Ich habe einen Zombie eingeschlossen, ich weiß aber nicht, ob das hilft. I need a drink. Junge, was du brauchst, ist eine Waffe. Bin mir noch nicht so ganz sicher, wo ich bin. Hier ist. Edward, du hast noch ein bisschen Zeit, das rauszufinden. Wenn ich gerade ausgehen würde, würde ich nach Elektro kommen jetzt. Also bin ich irgendwo hier? Bin ich vielleicht in Kamyshovo? Ist da eine Dings? Nee. So, ich habe jetzt mal was zu essen gefunden. Das ist ja schon mal ein Anfang. Oder ich bin in der Forsch. Nee, ich bin nicht in Elektro. Was ich noch nicht so mag, ist, dass ich mich nicht bewegen kann während dem Essen, weil ich meine, Mami hat zwar immer gesagt, man soll nicht laufen während dem Essen, aber vor allem nicht während dem Trinken, ne? Man weiß ja nie, was passiert. Ja. Oh, eine Jacke. Sehr schön. Ich habe eine Jacke an, darf mein T-Shirt dann aber nicht mehr anziehen. Das ist ja witzig. Aber von Laufen und Trinken kann ich auch noch so ein schönes Geschichtchen erzählen. Da war ich aber nicht dran schuld, sondern so eine dumme Freundin damals von mir. Also ehemalige Freundin. Da war ich in der Grundschule. Und da hatten wir, ich wollte gerade sagen, Feierabend. Hatte Schulschluss. Und da bin ich dann auf dem Weg nach Hause gewesen. Und hab dann was getrunken aus meiner schönen, aus meiner schönen Emil-Flasche. Kennst du Emil-Flaschen? Ja, Emil hatte So jeder. eine Glasflasche in so einem Styropor-Ding. Ja, genau. Wie war ich dann schön getrunken. Und dann wollte die aus irgendeinem Grund auch was davon haben und hat dann an der scheiß Flasche gerissen und hat die dann losgelassen, ruckartig. Und ich habe mir das Ding voll gegen den Zahn gehauen. Na, Und schön. er ist auch schön ein Teil vom Zahn abgebrochen, die dumme Hure, ey. Der Mensch ist immer noch hungrig. Na komm, dann iss halt Auch den mal. ganzen Thunfisch. Ich laufe einfach mal in die entgegengesetzte Richtung von Elektro. Das ist doch schon mal. Ja, muss mir dann nur sagen, wo du ankommst, weil ich glaube, ich habe hier in. Wo war ich jetzt? In der. Notschneidersohr, nee, in Solnitschny. Genau. Da habe ich jetzt, glaube ich, alles durchsucht, was ich durchsuchen kann, ohne dass ich eine Waffe benutzen müsste. Der Zombie war dann doch ein bisschen hartnäckig. Ich musste, das Schlimme ist, ich musste in dem Gebäude einsperren, wo ich das meiste Zeug drin vermute. Ah, hier ist aber ein Ortsschild, ein durchgestrichenes. Elektro. Ich war in Elektro? Elektro ist da unten. Na, dann komme ich dir wieder entgegen. Oder sollen wir Ja, uns ich komm irgendwo. dir einfach entgegen. Ich laufe einfach die Ja. Straße. Ich habe rechts von mir, habe ich das Meer. Glaube ich. Ja. Ja, dann könnten wir uns eventuell in Kamishovo treffen. Mal wieder. Das ist so. So, Kamishovo rechts um 3 Kilometer. Bei mir ist auch alles Und wieder ab. schön schwarz-weiß. Das heißt, mir geht es wieder Und schön ab geht's. dreckig. Mir geht's richtig gut. Ja. Also mittlerweile habe ich mal einen Helm gefunden. Das ist doch was. Das ist doch schon mal was. Und ein paar neue Schuhe und eine Jacke. Ah, okay, jetzt weiß ich, wo ich bin. Ich bin gleich bei Baselinaya. Dann bist du auch nicht so weit von Kamishovo entfernt. So sieht's aus. Hey, feel hungry. Der hat gerade eben eine ganze Dose Thunfisch gefressen. Da kann man sich doch nicht mal hungrig fühlen. Mir wäre es dann eher übel. Aber weiß nicht, Thunfisch ist so. Ich stehe Nicht ja, ich meins. stehe eh nicht so auf Fisch. Also wenn dann nur Fischstäbchen oder Scholle. Aber Was ich noch ganz gerne esse, ist von No Name. Wir wollen hier keine Schleichwerbung machen. Das Seelachsfilet, das in den Ofen kommt. Im ah, Backofen. okay, ja. Das ist in so einer Also, Aluschale drin, ne? genau aus dem Tiefkühlfach.
Von der Firma mit dem komischen, bärtigen, weißen Mann. Der so heißt wie ein Bauwerk der Inuit. Nur falsch geschrieben. Ja. So, ich guck mal die Straße runter. Ich sehe immer noch nichts, aber ich weiß auch noch nicht. Ich glaube, ich bin noch nicht weit gekommen. So richtig weit. Ich bin noch, also ich laufe mitten auf der Straße. Ich bin, glaube ich, wieder da, wo ich angefangen habe. Ja, da bin ich. Jetzt gleich komme ich an der Insel Otmel vorbei. Mhm. Ja, ich denke, ich bin so in Höhe. Ja. Jetzt gerade leckt. Wie viel wird das? Bei mir aber auch ein bisschen hier. Wie viel wird das sein? 2 Kilometer? 1 Kilometer südlich von Solnitschny? I'm rapidly warming up. Ja klar, du rennst ja auch durch die Sonne mit einer Wolljacke. Ja. So. Was ist das da? Ich könnte die ein Kotzerei Stein. Kriegen, ey. Warum? Meine ganze Ausrüstung. Ich hatte eine Magnum. Das ist aber immer so. Wenn ich was Tolles hab, zack, sterbe ich entweder oder Server verkackt. Schrecklich. Ich habe da meistens irgendwie Glück bei sowas. Ja. Sie gerade eben. Ja. Du dürftest deine Sachen behalten. Oh, ich habe den Rucksack verloren. Den wasserdichten Rucksack. Mit 360 Schuss für eine Waffe, die ich nicht hatte, aber ist egal. Viel wichtiger war, dass da 2 Getränkeflaschen drin waren und... Ich habe auch noch eine Getränkeflasche, so ist es nicht. Insgesamt 4 Flaschen waren drin und 2 Packungen Reis und... Ach. Alter. Und es lag da einfach rum. Wahrscheinlich hat der Typ sich einfach ausgezogen und hat sich dann gedacht, nö, kein Bock mehr, ich schmeiß mich da jetzt runter. Ist vom Dach gefallen. Ja. Aber da müsste ja irgendwo eine Leiche gelegen haben. Ich habe keine gesehen. Ich musste ja einmal ums Haus drumherum. Hm. Weil ich die Zombies bekämpft habe. Wie sieht's denn hier auf dem Server aus? 2, 4, 6 mit uns. Ja, so wie ich mal unser Glück kenne, läuft uns da gleich einer über den Weg. Ja, wir finden alle 4. Auf einmal. Ja klar. Die haben alle Maschinengewehre, kugelsicheren Westen, Helme, sind Mutanten und können sich heilen, wenn sie angeschossen werden und so Zeugs. Weißt du? So, ich bin jetzt gleich in irgendeinem Kaff. Ja, das könnte Kamishovo sein. Das weiß ich schon nicht. Das ist das erste Kaff, das da kommt. Wahrscheinlich. Na, ist so. I want to zumindest, eat sagt something. Das, zumindest sagt das die Karte. Ja, mein Freund hier ist auch hungrig. Ich habe noch eine Orange, die werde ich dann später Kamishovo mir mal schön reinpfeifen. Gut, dann ah ne, ich glaube, jetzt bin ich da, wo ich angefangen habe, weil das Schild, an das kann ich mich erinnern. Ich bin nämlich ziemlich erschrocken, als ich da jetzt ins Spiel reinkam. Weißt du, wirst du wach und dann, ja genau, dann grinst dich so ein dämlicher Sonnenblumenfarmer an. Ach der, ja. Ja, ja. Ich verharre dann hier mein Kamishovo und warte auf dich und untersuche schon mal Bräuschen. Das kannst du gerne machen. Kannst dir auch gerne überlegen, wo wir hingehen danach. Ich mach hier erstmal meine Dose Spaghetti auf und eat die mal ein bisschen. Ich tue nicht alles essen. Gut, dass ich Laufschuhe gefunden habe. Ich glaube, da stand da noch irgendwas von Bequemlichkeit von Schuhen. Stand, glaube ich, auch noch irgendwas dabei bei dem Update. Ja, gut. Meine Turnschuhe sind in der Regel gemütlicher. Als Springerstiefel. Ja, angenehmer als so ein Springerstiefel mit 3 cm Stahlkappe vorne drin. Okay, ich war anscheinend doch schon ganz schön hungrig, weil ich habe nämlich jetzt eine ganze Dose Spaghetti weggeputzt. Und ich bin immer noch hungrig. Hm. Was ist das? Ein Walkie-Talkie. Das ist schön, aber da sind 2 Hütten, die gehe ich mir schnell abklappern. In der Hoffnung, dass ich was finde. Zumindest irgendwas, womit ich mich wehren kann. Nicht, dass ich die Zombies wieder einsperren muss. Ich meine, es hat funktioniert, das ist gut. Er konnte die Tür nicht öffnen, aber war halt blöd, weil das beste Gebäude im ganzen Ort war. Ach, hab ich ein Glück. Hier ist nichts drin.
Oh, wer schreibt denn da die ganze Zeit bei Skype? Was ist das denn? Heatpack. Single-use chemical-based heatpack. Once activated, it warms up and stays warm for a while. It cannot be recharged. Ach, ist das so ein Knickding oder was? Das ist so ein Taschenwärmer. Ja. Cool. Oder die. Was ist das denn? Oh, ich habe Pfeile gefunden. Ja, ich habe Nehme ich mal aber mit. leider keine Dings. Ist mir egal, ich nehme es mit. Aber ich habe da noch nie wieder eine gesehen, ne? Eine Armbrust. Haben da eine gefunden und dann nie wieder irgendwie. Tja. Gehen wir noch die Treppe hoch, in der Hoffnung, dass ich da oben was finde. Ach, das ist wieder so ein Haus, ja, okay. Also, meine Beute sind aus zwei Hütten, habe ich zwei Pfeile mitgenommen. Oh, ist doch schon mal was. Es ist ja ohne Armbrust. Ich meine, Ja, aber. kann ich damit auch Nahkampfangriffe machen? Splitbolt Inspect. Nö. Wellblechhütte. Es laggt. Warum laggt's jetzt? Aber nur ganz leicht. Ein Moor. Ich bin an einem Moor. More. An einem Mehr. Moor. Ich bin am Meer. Ich bin am. I'm at the Moor. Ich habe aber keine Ahnung, wo genau das sein könnte. Sie müssen das auf jeden Fall noch da reinbringen, dass man Getränkeflaschen auskippen kann. Meine geht ja im echten Leben auch, Ja, das ist auch nicht so schwer. Meistens kriegt man es ja unabsichtlich hin, ne? Ach, war schon wieder Ja. umgekippt. Tja. Ich habe Green Jeans, aber du hast wahrscheinlich selbst eine Jeans an, ne? Ja. Sagt das man jetzt einfach so, ja. Ich habe. Es sind braune Jeans. Im Vergleich zum letzten Mal, wo ich mich ausgezogen habe vor der Tante da, die mich umbringen Was ist wollte. das denn? Da hatte ich keine mehr an, das ist richtig. Nee, aber ich bin letztens gespawnt ohne alles. Ich hatte nur eine Unterhose an. Ja, lach nicht, das ist so. Ich glaube, du wurdest vermutlich schon, bevor du angefangen hast, standest du da, wurdest geladen und dann hat dich irgendjemand ausgezogen. Der klaue ich mal die Hose und das Hemd. Da Genau. drüben ist eine Insel, das könnte da schon diese Skalisti Island sein. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Ach, da bist du. Dann Okay. hätte ich es nämlich nicht mehr so weit. Ich sehe schon die ersten Hütten. Ob das jetzt dann Kamishovo ist, weiß ich nicht, aber ich. Ich untersuche hier mal weiter. I really need to drink, oh ja. Aber kann man nicht direkt von der Dings trinken? Nicht direkt von der. Da ist ein Zombie. Ich genehmige mir mal meine Orange. Wunderbar. Ich bin nicht. Hab mir keinen Schaden genommen. Also, ich habe schon Schaden genommen, aber ich blute nicht. So, So. das hat zumindest was gegen den Durst geholfen. Mr. Turtle, nicht immer erschrecken. My stomach grumbles. I feel thirsty. Achso, was ich sagen wollte, genau. Kann man nicht direkt von der Dings trinken? Von dem Brunnen? Doch. Ja. Dann war der Brunnen eben wahrscheinlich kaputt. Das haben wir des Öfteren schon gemacht. Also eigentlich immer, wenn ich mich daran erinnern kann, dass Ja, wir stimmt. am Brunnen waren und uns dann so voll getrunken haben, dass wir Hydrated. mit Wasserbauch da rumgelaufen sind. Ja, ich glaube, ich bin da. Also ich laufe gerade auf der Ja. Straße. Ich auch mitten auf der Straße. Da Ja. kommt irgendwas gelaufen, das könntest du Ja, ich laufe sein. gerade in die Mitte. Jetzt wird's. Ja, Okay. okay. Ja. Ich laufe jetzt Richtung Haus oder Richtung Ja, ich Häuschen. suche mir auch eins jetzt hier noch. Das hier Okay. wahrscheinlich. Oh, super. Eine Kiwi. Die esse ich gleich mal. Also ich habe noch ein Döschen Ananas oder irgendwie sowas. Ja, mein Mensch hier ist jetzt gerade voll auf dem Trip. Dem ist heiß und dem, was ist das denn?